Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Es war noch eine Frage der Zeit. Wir leiden heute noch ein letztes Mal. Wir spielen heute nämlich den Seelenschmelzer X. Es wird nicht angenehm. Ich überlege gerade noch, was ich so mitnehme als Team. Sorry, verschluckt. So, die drei will ich auf jeden Fall mitnehmen. Auf dem letzten Slot schwank ich so zwischen Strahlhexe und Magolor, muss ich sagen. Ich probiere es aber erstmal mit der Aufstellung. Wenn es nicht klappt, dann mache ich anders. Und da drüben, dann oben A, Plus und Minus. Da ist es. Seelenschmelzer extra. Die geheime Schwierigkeit. Das wird so ein Spaß. Das wird so ein Spaß, Alter. Ich hoffe auch einfach, dass die Switch nicht ständig überhitzt. Vor allem ist es natürlich auch praktisch, dass ich das Game jetzt irgendwie einen Monat nicht mehr gezockt habe. Mindestens. Eher länger. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich werde eine sehr defensive Taktik verwenden. Ja, ich wollte gerade sagen, könnt ihr Kids da hinten vielleicht mal aus dem Gegner rausgehen? Mein Team ist komplett halb tot. Und jetzt habe ich gerade nichts gesehen für einen Moment. Danke dafür. Es ist kein guter Beginn. So, ich brauche mich im Prinzip nur hinstellen. Das ist halt so ein schöner Beginn. War das kacke. Erster Kampf und wir waren gefühlt schon achtmal tot, so ziemlich. Es wird wirklich ein Spaß. Ich muss vor allem... wie war dieser eine große Move, mit dem man auch reflektiert? Welcher war das? Dunkelbeam, da Spiegelstoß, Klingmethode. B gedrückt halten, ach so, stinknormal, ja, den habe ich gebraucht und ich nehme mir schon mal eine Tomate. Ich rechne sowieso nicht im Ansatz mit einem First Try. Ich hoffe eher, dass ich das überhaupt schaffe. Super, die Spezialattacke einfach auf den toten Boss schmeißen. So, wir sind aufpassen.
Ja, Heal. Ich meine, die Attacke an sich trifft jetzt niemanden, aber... Ist das dein Ernst? Ich kann nicht mal die Heil-Items noch mitnehmen. Das heißt, das war jetzt eine komplette Verschwendung. Wow! Trotzdem glaube ich, ich werde jetzt hier sterben, einfach allein, weil der Koch jetzt seine Ability komplett weggeworfen hat. Das ist halt so mies. Außerdem war ich schon jedes Mal scheiße gegen die. Ja, natürlich landet das genau auf mir, das Scheißteil. Ich muss gerade mal meinen Teamkollegen aushelfen. Und weiter. Es läuft halt so gut im Moment, ne? So mega gut. Ich bin die ganze Zeit nur am Wiederbeleben. Teamkollegen haben aber auch ein IQ von 2,5 Maximum. Die steht einfach nur da. Das ist wunderbar, wenn die einfach nichts machen. So, einer weg. Bisschen Damage chippen. Ich bin wirklich sehr motiviert im Moment, muss ich sagen. Das läuft ja so scheiße. Hilfe. Ja, gegen Doppelkrako brauche ich definitiv hier was. Das könnte das Ende des ersten Runs werden. Erste Phase war okay, aber... Na, was für okay? Was machen meine scheiß Teammates? Ich guck auf deren Leben. Wie verlieren die so viel? Ja, aber warum verlieren die dafür gleich 800 Leben gefühlt? Es macht keinen Sinn. Yay, ich hab wahrscheinlich dafür, dass ich das Item eingesammelt habe, mehr kassiert als... Scheiße, falscher Move. Ja, meine Teamkollegen sind alle so ziemlich tot. Dass die sich alle da nicht haben treffen lassen, wundert mich ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier wirklich verwalten und wiederbeleben. Ah, ich dachte, der macht nicht direkt den Scheiß. Hallo? Da drüben liegt schon wieder einer, aber ich kann nicht hin. Scheiße.
einfach bad. Hier, die lassen sich halt so zerstören allesamt. Ich camp einfach nur, weil mein Schild komplett broken ist, zum Glück. Voll drauf. Wir haben den Kampf noch gewonnen. Zumindest irgendwie. Das ist schön. Nächster Mini-Boss-Rush. Und ja, ich brauche eigentlich das Ding. Vor allem, ich muss auch sagen, ich habe mich hier Maler und Koch mitgenommen. Dafür geht mir hier ein bisschen zu wenig Heilung ab. Ja, an sich schon, aber trotzdem sollte man mehr arbeiten. Außerdem, wie soll ich gescheit nach oben gedrückt halten, wenn ich die ganze Zeit verwalten muss, weil die sich alle umbringen lassen? So sicher hittet mich das aus meinem Move. Und seht es, ich hasse so sehr hier erstmal. Warum werde ich davon getroffen? Das ist so unfair. Einmal, es gibt so viel unfairen Scheiß hier. So, kümmert ihr euch um den Scheißboss und rennt mich in jeden Fuck-Loop rein. Die KI ist halt dumm wie Scheiß und der. Wir dürfen das diesmal verwenden, oder? Ach, ein ganzes Item kommt wieder rum. So, und jetzt töten. Danke, dass ihr auch mal angreift und euch noch vom. Ich dachte schon, der will da jetzt auch noch drin stehen bleiben, um es noch schöner zu machen. Es ist so scheiße, dieser Run. What the fuck? Ach, funktioniert die einfach nicht, die Maler-Ability in dem Screen? Wow. Der Hintergrund ist ganz cool, aber der tippt mir auch nicht weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei dem Kampf rausfliege, ist doch sehr hoch. Ach so, das kann man auch nicht schielen. Ach so, oh ja, und die kombot mich draus. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber das war nicht das, was ich wollte. Ja, alles auf mich. Auf mich.
Den kann ich shielden, okay. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn ich, wenn das Laufen geklappt hätte und ich ihn hätte punishen würden. Ah, es ist so kacke. Noch ein bisschen hier. Komm, hau alles auf mich. Den Scheiß kann ich nicht okay. Ich hab gedacht, es läuft richtig scheiße. Wir sind auf einmal alle fast full life. Wo kommt das her? Ich hab doch die ganze Zeit das Schild gekommen, weil ich auf einem HP war. Wie hat der Koch full life, ich und die Schwestern auch fast? Diese drei Heil-Items aus dem Kühlschrank können doch nicht so krass sein. Aber anscheinend schon und das ist sehr gut. Dann können wir nämlich in den nächsten Kampf auch so rein. Auch wenn der gerade schon sehr kritisch war. Ich glaube aber, das mit dem Element hätte ich früher machen sollen. Guter Earth Damage. Ah, natürlich, das ist ja ein scheiß Grab. Mir geht's nicht um die Abilities und man merkt, ich bin fucking ruhig in dem Video. Kann man aber hoffentlich nachvollziehen. Das Highlight und da hätte ich halt gern. Okay. Ja. Da war anscheinend noch irgendwo ein klein bisschen Heilung im Umlauf. Außer den Schwestern sind alle auf decent HP. Ich denke und hoffe, das ist gut genug, dass wir einfach weitermachen können. Gott, das ist so... Warum habe ich mich nochmal entschieden, das noch zu machen? Hau dir ein bisschen rein und lasst euch nicht zerstören. Oh, ich hasse es, wenn die kombon. Okay, da drüben geht der Koch gerade los. Ah, nur ein Item. Ja, der Move geht so weit. Da geht gleich gut Leben weg. Ja, tritt mich öfter. Boah, keiner hat mich getroffen da. Ja, die gehen alle direkt auf mich.
Nötig. Ja, wir sind nicht so schlecht dabei, aber könnte auch besser sein. Wer ist denn als nächstes? Meta Knight. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mir das leisten kann, im roten Lebensbereich da reinzugehen. So. Zwei Heil-Items haben wir noch, 6 Runden stehen aus. Okay, that was fast. Sehr viele Projektile, wenn ich einfach im Schild hocken bleibe. Solange sie nicht den Grab raushauen. Hier, die schmeißen so viele Projektile, die halt alle einfach an meinem Schild zurückfallen. Sehr schön. Wahrscheinlich der beste Kampf in diesem Run. Den anderen Meta Knight haben wir auseinandergenommen. Jetzt anderer Dididi. Im Prinzip... Ja, das muss so reichen. Außerdem ist der Koch ready. Die Malerin müsste wieder was machen können. Dementsprechend... gehen wir da rein. Malerin. Das ist Eis. Jetzt. Scheiße, ich hab mich hier gerade, dass der Schockwellen sendet. Schlag ihn mal ein bisschen auf die Fresse. Wir sind noch in Phase 1. Oh Gott, er macht den Ultimate Online Didi. Okay, alle leben wieder, aber Koch und Maler jetzt. Ball beschiss nur mit einem HP. Ich muss eine Möglichkeit finden. Einer ist weg. Hallo? Geil. Wir haben noch 2 Leute und beide Heiler sind weg. Warum glaube ich nur, der Run ist im Arsch? Unter anderem, weil ich einfach aus irgendeinem Grund nichts machen konnte. Ich stand da neben der Leiche, hab X gedrückt und das hat einfach nichts gemacht. Weich zumindest du gescheit aus, bitte. Der Run ist sowieso für den Arsch, aber... jetzt mal im Ernst, ohne Heiler ist es halt durch.
Ja, den Kampf haben wir tatsächlich noch gewonnen, aber wir können den ja auch nicht hier noch mitnehmen. Das wäre halt schön, wenn ich zumindest da noch was machen könnte. Ach so, die kommen alle wieder. Ich dachte, die wären weg. Die kommen wieder, das ist so gut. Ich dachte wirklich, ich hätte die jetzt für den Rest der Arena verloren. Aber nein, wir haben noch alle dabei. Boah. Damit kann ich auch ein bisschen anders planen, glaube ich. Weil ich habe auch die ganze Zeit eben mit der Einstellung gespielt, dass meine Kollegen dann verschwinden. Da kann ich ein bisschen weniger auf sie achten. Der geht schon ziemlich ab gerade. Und jetzt kommt die zweite Phase. Wir sind aber in diesem Run schon weiter, als ich dachte, muss ich sagen. Ich dachte, wir verkacken sehr früh. Dodge, ihr Affen. Ach nee, ich wollte gerade Heilung machen, aber ich sehe gerade, wir sind ja noch alle fast voll. Ja, natürlich nicht, wenn du dich einfach treffen lässt. Ach so, die Camp bleiben da an der Stelle. Das ist natürlich praktisch. Weit aus, Leute. Das ist das Gute. Ich muss nichts ausweichen. Ich kann einfach Shield drücken und es ist broken. Also, pass auf. Ich muss halt hier in dem Bereich einfach nur ein bisschen hoffen, dass meine Teamkollegen gut sind. Und naja. Ja, jetzt. Okay, ich bin noch zum Kochen rübergekommen. Wo bin ich? Wir haben viel hier. Oh, das war heftig. Das war heftig, der Kampf. Das war heftig. Wir sind fast ohne Damage rausgegangen. Aber jetzt beginnt halt... Ich dachte, den Kampf gäbe es nicht in der Arena. Ich dachte, es gäbe nicht den gegen alle drei. Das schaffe ich doch nie im Leben. What the fuck? Ich hab im Story-Mode, im Dimensionsmodus für den Kampf gefühlt 20 Versuche gebraucht. Wie soll ich das jetzt schaffen? Digga, nicht im Traum. Zerstört werden. Nicht, was ich hier jetzt machen soll. Hä? Alles klar? Und natürlich trifft mich der Special. Wo bin ich da? Yeah.
dem Special der von Party selbst einfach, weil ich hier im Schild stehe und dafür dann Schaden mache. Ich brauche definitiv eine Heilung, sobald wie möglich. Ah, Sekunde, da kommt erst noch der Scheiß. Hier der Special, ich blick nichts mehr. Hab da einen Haufen Special Moves. Digga, mein Schild ist so broken! Wirklich die Sache. Ich glaube, das ist auch die Strategie, die diese Arena für mich macht. Ich muss einfach im Schild kämpfen. Ah, jetzt wurde ich getroffen, weil ich gewillt wurde. Aber ich werde nicht mehr beschadet, weil die Gegner vorher tot sind. An sich ist mein Team ziemlich im Eimer. Außer ich. Ich habe Full Life. Oh Gott, den gibt's ja auch noch. Und Moment, heißt das, man hat bei Voltermia nicht eine Heilmöglichkeit? Zwischen den Phasen. Nicht eine. Ja, aber da war der ja auch noch nicht komplett durch mit der Schwierigkeit. Aber nicht im Ansatz so sehr, wie der hier ist. Apropos, ich höre schon, es wird wahrscheinlich sehr bald überritzen, das Scheißteil. Ja, weil der Normale mir nicht genug Probleme gemacht hat. Schön, Heilung. Krass. Kann ich nicht reflekten. Die aber. Reflektieren kann, weil wenn nicht, dann hätten die mich safe auch gehittet, so wie die sind. Hier einfach shielden. Hier habe ich
wenig Zeit. Ah, der Scheiß teleportiert sich in mich. Okay, Damage. Der Koch hittet. Jesus Christ! Fucking Morpho Knight. Es war relativ anstrengend, aber wir haben's gepackt. Ich muss aber auch sagen, ich habe mehr Angst jetzt vor der 3D-Passage als vor den 2D-Matches. Dieses Bild. Ich find's auch schön, wie da einfach noch steht. Die Zahl ist egal. Noch. Und ich mache jetzt kurz eine Pause, damit die Switch nicht während dem letzten Battle überhitzt. So, weiter geht's. Mal gucken, was jetzt abgeht. Es gibt absolut keinen Grund, diese Meistertomate jetzt nicht zu nehmen. Ja, und deswegen machen wir es. Finalkampf. Gegen, das sieht aus wie die fucking dunkle Materie aus Super Mystery Dungeon. Boah, die Musik fühle ich aber. Das wird so fucking schwer. Vor allem, weil mich in diesem Abschnitt des Kampfes mein brokenes Schild nicht retten kann. Ja, aber der ist gar nichts im Vergleich zu Meta Knight, Dark Meta Knights Schild. So, und das ist der wahrhafte Weltenzerstörer Void Terminar. So, direkt nochmal. Das ist Musik, die ich jetzt nicht vorlese, singe, was auch immer. Hä? Danke, dass du erst beim dritten Mal springst. Der ist im ersten Leben der ersten Phase. Okay, gut. Stimmt, der hat alle direkt offen. Hä? Ich find super, wie meine Inputs nicht funktionieren. Der Mann ist tot. Weil jetzt 4 Inputs in Folge nicht rausgekommen sind. Das ist spaßig.
What the fuck? Wie hoch pitchet das? Der Move pitchet einfach 8 Kilometer hoch. Ist dieses Battle? Der ist komplett broken. Komm, Koch Maler, Heilung jetzt. Auch Leben. Na toll, ich werde noch abgefangen. Das war's. Wir schaffen die Phase mit den Leben jetzt nicht. Ich habe in diesem Kampf insgesamt 7-mal was gedrückt, das nicht rausgekommen ist. 7-mal! Das ist so ein Bullshit! Und der Run dauert halt eine Dreiviertelstunde! Gott! Das ist so ein Bullshit! Ich überlege mir, ob ich das nochmal versuche. Für das Video bin ich aber durch. Also, ich weiß wirklich nicht, ob ich Bock habe, das nochmal zu probieren.
an sich, außer der letzten Phase, hat man jetzt auch alles gesehen, deswegen.